Was aber kann so, dass der Schiedsrichter auch schlafen geht, dass er den Kopf Dämonen hat. So. Ist auch. An. Nee, keine Ahnung. Ich meine so, eh, Kiefer glücklich sind, so im Fall, da zu machen, was er will. So, weil das ist ein fucking privilegierten. Ein fucking privilegierter Zehn. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Bosseler. Und ich bin der Philipp Überich. Und heute haben wir den Scope bei uns für die zweite Kehr. Part 2, Part 2, incoming. Oh, sind wir bereit? Ja, wir sind bereit. Ist gut. Ja, ganz gut. Ja, dann machen wir. Weg gewohnt. Seid ihr bereit? Ich hab das schon mal verloren. Ja. Also, wir waren vorher so gut am Redefluss, wir haben gedacht, hey, wir machen einen kurzen Pause. Und dann schätzen wir direkt ein bisschen weiter. Ganz gerne. Nein, nein, wir sind ganz, ganz bisschen an das philosophisch aufgedriftet, das hat uns allen drei gut gefallen. Ja. Also Audience auch. generell haben wir noch nicht ganz viel von über so den Projekten, die sie bis jetzt gemacht haben. Also, zum Beispiel, wenn du willst, einfach über die größten Vernissagen, die du bis jetzt gemacht hast, was schwätze, wie das zustande kommt, als was du alles ausstellst. Man hat angefangen, auch an meinem Fine Arts Studium, wo das mit Malerei angefangen. Natürlich auch, weil Malerei ist das naheliegend, so für uns zu fangen, hat mich komplett Sinn. Ja. Und den erste große Vernissage, ich habe vor einer Einzelausstellung 2000. 17, oder ich will 17 oder 18, das war zu schöpflich. Und ja, das war ziemlich gut gegangen. Wann ich am Nachhinein so mal die Konstschicker war nicht so wie. Ja. Für die Zeit war es cool. So, es war ein cooler Raum und plus Heimspiel zu schöpflich. War das eine Ausstellung nicht mehr für die, also nicht mehr von dir? Ja, ja, die hatte ich selber organisiert. Was hat für dich so wie Bittel war? Ja, voilà. Ich habe Bittel aus Hochland gekommen. Ich hatte ihm einfach ganz frisch, ich habe meine E-Mail geschenkt, so an Nagelöde und so. Und er war mega fein und hat zurückgeschrieben, ja, kann ich meinen Mann mal tun? Ich war so, ja, klar, komm, lass. Geil. Und mega korrekt. So. Und dafür. Ja, dann denke ich, viel gehalt, wieder so ein Tank Teil am Denken, am Kulturministerium, in eine Skulptur bei ihm am Büro. Sehr gut. Und ja, wirklich you cool. Dafür, ja, das war voll fresh. Also, du sind ihm auch ganz dankbar dafür. So, das war wirklich, an der tut mal viel Kraft gehen an der Zeit. So. Mhm. Ja, das war cool. Das war so der erste richtige Promo-Move, so, den ich weh krass war. Inwiefern Kraft gehen halt, das motiviert, oder? Ja, das motiviert, dass deine Ausstellung ist. Ich war immer so noch ziemlich jung, habe ich gesehen, ich mein ganzes Kollege, meine ganze Familie so, und das ist eine gute Stimmung. So, das war voll, das waren, keine Ahnung, bald 300 Leute so, und war wirklich groß, und wir konnten betteln, auch, das war so, ich hatte das richtig realisiert. Ja, so, die echt richtige Ausstellung so groß, und das war krass, wirklich. Und du hattest auch, ich meine, seitdem habe ich keine Einzelausstellung mehr gemacht. Könntest du eine Einzelausstellung? Ja. Normalerweise, ja. Das ist so. An der Stadt. Ich weiß noch nicht, wo genau. Ja. Wir schaffen da mal eine Galerie zusammen. Aus der Stadt. Und wir probieren just nach Raum zu finden. Weil das ist schwer, Konzepte auszustellen. Weil es mit Konzepten auch nicht unbedingt so verdient. Weil ja, das ist, ich mache die Kunst, die ich will ausstellen, als Kunst, die nicht zu kaufen ist. So, gehst also ran, du, zum Beispiel die Menge, Semester habe ich schon der geschwatten. Ich will die ausstellen. So. Ja. Ich will Sachen, ich will gerne Skulpturen ausstellen, wo zu schwer und zu groß sind, wie für das Leute, ich will können an das Salon stellen oder so Sachen. Dafür brauche ich eine gute Opportunität, dass zum Beispiel Pop, also Pop-up-mäßig an einem Store, der gerade nicht benutzt wird. So, wenn ihr gesagt, ah, du hast einen Spot von 2 Wochen, okay, wir machen eine Ausstellung. Bis hier in den Spot und da kann ich eine Ausstellung machen. Dafür, das ist mal so eine Idee, wo schon, gibt normalerweise das ja noch realisiert, weil schon wirklich ein paar Sachen, die ich kann erstellen. Dann haben wir natürlich noch 4 Ausstellungen gemacht. Ganz interessant war von mir am dritten Semester, das war zu Shopfeim. Am Deutschland, das war auch bei der Schweiz, das war eine Ausstellung mit meiner Klasse zu Demos. Das war auch wirklich ziemlich. Okay, ja. Ziemlich geil, weil du auch, das waren, ich meine, zu 10 Mod gemacht und 10 komplett verschiedene Stile, das war wirklich richtig geil. Dann eine Stelle mega gerne mit dem Joe Malanois, schon 3 Ausstellungen bis zum Team gemacht. Ich meine, waren da 3, das ist vielleicht zu gefeiert.
immer zu Dietling oder zu Schöffling. Am in Loremeng zu Dietling an der Galerie Ningandrisch, den 28. Februar. Und da haben wir Lenny Bucco dabei und Marco Spitz. Das geht ziemlich fresh. So, das war auch die letzte Ausstellung. Nee, ich hatte noch die digitale Ausstellung. Vier um erste Lockdown-Hardjack-Ausstellung. Also war meine letzte Ausstellung auch an der Galerie Ningandrisch. Du ziemlich kannst ja Leute Ticket kaufen. Ja, brauchst du einfach hin. Brauchst kein Ticket kaufen. Kannst einfach ran. Ja. Ja. Der geil. Und dann, also du gehst in hier für die Bilder zu gucken, dann kann ich sie doch kaufen, gell? Oder ja, 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 kann ich alles kaufen. So, ja. Ja, ja. Das ist auch interessant, die Idee, Konzepte zu verkaufen. Dafür schmecken, das ist nicht ganz richtig, dass du nicht kaufen kannst, ob du in der nächsten Esel erstellen. Du kannst alles kaufen. Mehr. Das ist ein einer Kender, Bananen, vom, das ist nur eine ganz große Sünde, dass ich nicht weiß. Den nehmen die Bananen, du hast ja. Das ist ganz schlimm, dass ich gerade nicht so nun weiß. Das mal wirklich steht. If my art professors are looking at this, I'm really sorry. Auf alle Fall, das switcht, dass ein Bananenverkauf geht an Bananengears geht, weil das Konzept wird nicht die Feier benutzt, diese und nicht Konzept. So, das fand ich auch geil. Ja, das mhm. Also, du musst einmal eine riesige Kollektion von Videos. So, Videos, die ist doch, du kannst ja auch auf YouTube oder irgendwo auf Vimeo oder was für sich fanden, mit sie und die Videos. Und das fand ich interessant. So, könnt ihr aber darstellen, dass sie, weil die Kollektion ist. Und das fand ich ziemlich fresh. Mhm. Ja, das ist auch der krass. Da können wir auch drüber schätzen, so wenig aus der Kunst, weil jeder kann ja eine Banane mit Mauer hängen. Ja, so. Jeder kann so und das Kunst, das Kunst. Weil das wirst du mir irgendwann, wisst ihr, so Bilder, wo du einfach Strich drüber hast. Oh, war ich immer so, hä, ich war eigentlich am Mut, und ich mal so gedacht, hey, das kann doch jeder machen. Aber das ist am Anfang interessant. So. Du kannst Mami, du hast nicht. Ja. Anders von Öschetief machen, wäre doch kein Kunst. Es hängt immer du von Ofertan drunter. Ich kann dir sicher sein, dass von einem Mutter mit Bild, du hängt man einem Strich drauf, dann steht neben drunter ein Riesentext, wo drin geht, für was der Strich du hast und was der Strich repräsentiert. So, dafür, das ist ja die Marcel Dichoy, die von der schon da in einer kleinen Pause geschwart hat. Das Konzept mehr wichtig ist, wie das, was du gesagt hast. So, die Depot ist fertig, wo du ein Bild gibst, für die, was der Kamein hängt. Mhm. So, du gibst ein Bild, weil das repräsentiert. Ja. So, es gibt die ganz. Die ganz krass Foto aus dem Vietnam, von dem Kant, was plakisch auf der Straße lebt, erkreist, vom Vietnamkrieg. Mhm. Das ist ein gut Kunstwerk, nicht wenn es da Foto, mehr wenn es da Geschichte. Mhm. So, und das ist halt das, wo krass ist. Ja. Ja, ja und das ist, ich meine, geht auch immer mehr so ein bisschen an die Richtung, dass das, es muss nicht mehr ästhetisch heißen. Mhm. So, es kann auch einfach, es kann auch einfach, alle sind. So, zum Beispiel die Wawatisch Elnerslorem, mega negativ wird, die Kollektion von Paul Sommer. Das war mega interessant, weil ich schon die gepostet auf Instagram und beim ersten Post direkt mit denen drin, das ist mein Lieblingskommentar, ich möchte tätowieren, mal den ich von denke. Der hat denen drin geschrieben, ich hat gesagt, das ist so scheiße, das gesagt, dass ich über den Dreijährigen gemalt habe. Und der Paul Sommer liked den Kommentar und ich war so fresh. Ich den Kommentar hat Story gepackt, den Kommentar hat fertig liked. Und ich war so, ich war geil so. Ja. Und das war er. Es kann ein Dreijähriger nicht malen, aber das ist nicht das, was er hat. So ästhetisch kann ein Dreijähriger nicht malen, aber das ist aber nicht das, was er hat, wie wenn Paul Sommer den Malerei studiert zu Wien seit einer langen Zeit. Das ist die ganze Story wie von Pagas, auf was du zugehört. Ja, genau. Ja, ich wollte schon noch fragen. Du studierst das ja wirklich. So, wie kann ich das lehren? Also, was tust du da so für Sachen an dem Studium? Ob Kunst bezogen oder ob Fashion bezogen? Was sind die zwei? Am Anfang ist gesehen, das Studium als ich meine nicht, dass ich ein Studium möchte und lehre ihn direkt. So, ich meine, du gehst an ein Studium für Leute, die dich influenzieren, für Profen, die dich guidieren. Das war wichtig an meinem ersten Studium, am Bachelor. Am Fine Arts kannst du machen, was du willst. So. Das ist ein Privatschule, du beziehst die Privatschule, du kriegst deinen Bachelor. So. Mhm. Vor 4 Jahren wird da gesagt, du kriegst den Bachelor, das, du kannst es durchfallen. Mit das Ding entscheiden, ob du kennst oder nicht. Mhm. Dein Atelier kann all Tag eitel sein, das ist voll okay. So, Professor oder nicht. So, sie sagen, okay, kein Stress. Aber wenn du motiviert bist, dich selber zu verwirklichen, dann kannst du es genauso machen. So, du fährst den Egen. Keine Ahnung, vielleicht ist das interessant, Usisch für Studium auf die Schule im Großen und Ganzen zu sehen. Ja. Und dafür, ich hatte drei Profen, ich hatte einen Konzeptprof, einen Malereiprof
an einen Theoriesprof. An die drei Profen haben mich halt gedehrt, an haben Richtungen gewiesen, an die ich gehe, kann haben Bücher viel geschlagen und hier und da, und das hat mir halt geholfen. Genau. Und dafür war ich auch, wenn ich gucke, werde ich am ersten Jahr von meinem Studium gemacht, oder wenn ich gucke, werde ich nur 4 Jahre Studium gemacht, weil der Bachelor geht 4 Jahre. Das ist die Welt und so. Das ist die Welt. Wenn ich den Dossier gucke, was ich mich an der Schule gemeldet habe, das ist kriminell. Das ist kriminell. Und dafür, das ist richtig. Und an der Fashion ist es genauso. Ich bin in der Schule, wie es mein Hauptprof war, Ende 90er, Anfang 2000er, Drehzahn vom Ralph Simmons. Und da sind wir auch so, wow. Krass, und dann noch Heide Ackermann und Balenciaga. Und das war so, okay, krass, die Leute, die haben es zu zählen. So. Die Leute, die sind nicht Prof. Die sind nicht Prof, weil sie Vakanz haben. Ja, du, Klischee. Wir sind Prof, weil sie sind 50 Jahre alt. Und mir können, sie müssen hier Experience weitergehen. Und ich hatte halt Chance, dass ich immer gut Prof hat. So, hi, Flitzburg. Ah, mach ich mich hier. Ich 3 Profen, 4 Profen, die mich richtig sparflos tun. Und viel schlecht Profen noch. Nee. Ja, dafür big Props. Und ich weiß nicht, ob sie gleich als René Kockelkorn. René Kockelkorn, Tom Flick, sie so gut, so viel gut Prof nach Marie Mittier, an alle guten, die Jungfrau gucken, wann der will Kunst machen, geht dann nach Mittier, safe, safe. Ja? Ja, Mittier ist das, krass. Ich bin auch oft von der Schule verflucht, aber am Nachhinein so ein Jockey, da waren aber pur richtig gut Prof dabei. Okay, inwiefern? Hat mich motiviert? Kennt ihr den Film, Club der Toten, Dichter, denke, wie ist das? Club der Toten, Dichter, genau. Ja. Da geht den, genau. das ist die schöne Nummer. Ich habe ein Buch gelesen in der Schule und ich habe den Film da nur geguckt. Und ich hatte 2-3 Profen, die so waren für die Keating an dem Film. So wirklich Profen, wo gesagt haben, so, nee, Antikonformisten waren so. Der muss schon auch nicht gesehen, so, die wirklich buchstäblich um Dichtungen gesagt haben und lebten so. Und das ist halt geil. Ja. So, das ist wirklich geil. Das halt. Ich habe mich immer gefreut, ob mein Kunstgeschichtsprof, weil den Kockelkorn mein Kunstgeschichtsprof war. Ich bin da rausgekommen und ich habe gesagt, der Tor, scheiße, du hast gut, der Tor, scheiße, da, guck, der Tor, und der Tor. Das hat gewisse, was hier wollte weisen, das war dann Buchstung, was hier musste leitweisen. Ja. Und das ist halt. Es gibt da einen mega guten Abfluss an die ganze Szene. Ich meine, generell, das geht da durch so, weißt du. Und deiner Jugend, so, wenn du so in Ruhe ist, den doch weiß, okay, muss nicht immer so sein, aber dann auch wissen, wie so links und rechts, so gut, weil das noch so von Alternative wird, das meine ich überwischt. 100%. Also, Profen hat auch an meinem Bachelor, noch Lohn. So, ich bin froh, wenn ich habe zum Beispiel einen, Ben Hübsch, das ist mein Vamola, mein Prof halt, und er war auch mein Tutor für meinen Bachelorarbeit. Und ihnen ist halt egal, ich kann da den Artillier ran und du bist am Gang zu schaffen, du bist dick froh mit dem, was du musst. Ich guck schon, da sieht der, oh, was musst du halt viel Scheiß, Dreck, geil, da ist das Fenster, weißt du? Und dann warst du so, wow, willst du mich verarschen? Und dann streichst du mit dem und da verstehst du seinen Punkt und dann warst du, ah, okay, am Anfang hast du recht. Und dann geilste Sachen aus der Fenster. Und das ist halt geil. Ja. So, weil das die Profen, die so dann nicht ohne Grund, dass ich nicht etwas Scheißes. Weil du viel gesehen halt. Ja. Das ist geil. Für der Tisch kann auch Scheiß sein, obwohl du es gut findest. Wenn du es gut findest und den anderen seht, dass das Scheiß. Der Punkt ist, der Satz, da das Scheiß, muss immer mit einer Begründung gefolgt sein. Und das ist halt wichtig. So, es kann nicht einfach so, dass das Scheiß so. Nee, das geht nicht. So, weißt du, wenn der Kockelkorn gesagt wird, die dort Richtung gefällt ihm nicht, und dann seht ihr, weil, ne. Und das ist halt wichtig. Ja. So. Das ist auch wie, ich habe am Mudam geschafft, immer als ich am Remitier war, und ich am Sommer immer am Mudam geschafft. Und da sind die Spanischen unter Reim. Und ich habe unsere Reime gemacht, wo die Leute rauskommen sind und die Leute haben sich aufgeregt. Die waren so, weil du hast kein Kunst, ne, hi und du. Und dann war eine Menge Arbeit, halt mit den Leuten drüber zu schwätzen. Und dann sind ich halt bei den Leuten, ich so, oh, lasst das, es geht doch, es sind doch Künstler, das gemacht, du wehen, sondern er hat die dort einen Apfel, und du vier sind halt nehmen 3 Luten am Raum. Und dann, 99% von den Fällen war dann so, ah, okay, krass, ah, war nicht so schlecht. Und das ist halt wichtig, sich damit zu beschäftigen. So. Du kannst ja nicht an der Musik gehen, dann war natürlich, dann soll er an den Raum gehen, dann sehe ich mal den Raum, ob du schon wirklich los sind, und den Egen 10 Mal, und nur kannst du den Text lesen, mit der Tele. So, das ist wirklich wichtig. Ja. Die Stadt ist, wie gesagt, dann noch die Erklärung, wieso ein Banan Kunst ist, weil halt, du, weil ich nicht erklären kann, weil halt mehr Hand rüstet. 100%. Weißt du am Anfang Geschichte, was du Hand rüstet? Das ist eine Menge Meinung nur, also das ist ein Kritik und Kunstwelt, die halt extrem
vom Business angetrieben hast, an das Fresh eine Banane zu verkaufen. Das ist richtig fresh und das bringt Leute aber zum Überlegen, weil die Banane hast für pur 100.000 verkauft. Ja. So, bemol, ah, kannst du pur 100.000, dann hast du es, Kunst oder nicht? Weißt du, das ist halt der Punkt. So, wie, das ist der Preis, wo Kunst natürlich auch eine Sache. Ich kriege so oft gesagt, den T-Shirt sind zu teuer. Ich kriege so oft gesagt, den Kunstwerker sind zu teuer. So, mir war nicht eine Skulptur, man, ich will sie für 2.000 Euro dahin erstellen, da kannst du die 2.000 Euro. So, das kann keiner mehr so, dass, dass die keine 2.000 Euro wert das, so, weil ich schon. Schweizer Blut da irgendwie für die Idee durch wie vergossen. Das ist halt. Aber wodurch sind verschiedene Kunststücke von verschiedenen Künstlern mehr oder Männer da wie von anderen Künstlern? Das hängt. Ist das der Mann dann auf, also Offer an der Mann, oder? Offer an der Mann, das, ja, der kann gut sein. Ja, und noch ein Abfluss von verschiedenen Künstlern. Das ist logisch, dass ein Elvis Presley-Bild von Andy Warhol 20 Millionen kostet. Das Bild das wird hin und als Künstler. Mit Weltweiner aus natürlich auch, weil er ist auch gestorben. So, das muss ich auch natürlich abrechnen. So, das ist halt, halt eklig. So, dass man am Erbe auch gespielt geht, an einer gewissen. Weil er hat nicht von den 20 Millionen. Er hat genug Suhren an der Zeit, wo er gelebt hat. Aber er von den 20 Millionen nicht. Das kannst du vergleichen mit einem Off-White Nike Schuh. So, den Off-White Nike Schuh, den Air Force, kennt für 100 Euro raus. So, jeder sieht, dass Off-White Nike zu teuer ist. Mir das nicht so, die schon können für Nike-Preise raus. Dass die Gesellschaft, wo der Preis du nur für 700 Euro verkauft. So, und das ist halt der Punkt. So, und das, dafür kann keiner so, dass irgendetwas zu teuer ist, weil immer ein Demand du hast. Genau. Wenn ich T-Shirts bringe und ich meine, ob 1000 Euro und sie gehen fort, dann sind die 1000 Euro gerechtfertigt. Aber sie gehen nicht fort für 1000 Euro. Ist das moralisch gut, schlecht oder neutral? Ich fand, du kannst soll nicht nimmer von Moral angetrieben gehen. Heißt was doch, wenn du die Moral nicht für Kunst willst, zu kritisieren, das ist gut. So, wenn es geht, Moral geht, für etwas zu kritisieren. So. Dann, das ist ja nicht, das am Anfang rein theoretisch nicht moralisch korrekt, eine Banane für 200 Millionen zu verkaufen, 200.000 zu verkaufen. Mehr etwa war wichtig, dass das geschieht. So. Also bei T-Shirt, aber natürlich auch von T-Shirten halt Kunst sind, das eine andere Sache. Du kannst ja auch argumentieren, bestimmt, wisse, T-Shirt brauchen Menschen, kannst das nicht für 1000 Euro verkaufen. Nee, dann den Balenciaga T-Shirt beim Logo auf der Brust kostet 450 Euro. Ich bin überzeugt, dass Balenciaga mehr billig bezahlt für ein T-Shirt wie ich. Ja, so. Verstehst du, was ich meine? Ja, ein H&M, T-Shirt kostet 8 Euro, mehr. Die wird 1 Million mal produziert, H&M bezieht 10 Cent, mal nicht. Ja. Von daher ist 10 Cent für den T-Shirt. Und das ist halt das Paradox so an dieser Welt. Weil die Leute sind bereit, 8 Euro für ein T-Shirt auszugeben, wo in einer ganz schlechten Kondition hergestellt ist, für das so billig wie möglich ist. Das ist so traurig. Mir ist so Balenciaga zu daher. Ja, aber das, was du so hast, so, das brauchst du ein T-Shirt, aber dann kaufst du einfach dem billig. Da musst du ja nicht die von 1000 Euro kaufen. Ja, also, ja. Das ist ja der Punkt. Das ist immer, deine eigene Wahl. Ja. Das ist immer die eigene Wahl. Ich habe schon mal überlegt, eine Kollektion rauszubringen, wo ich ein T-Shirt präsentieren, zum Beispiel an einem weißen Raum. Und ich meine ein T-Shirt auf 10.000 Euro. Und ich kaufe es selber. Und da so eine schöne Verkauf. Also ist der Preis gerechtfertigt. Ja, ist geil. Ja. Das ist einfach der nämlich du kannst dich entscheiden, ich kaufe einen geupcycelten T-Shirt oder ich kaufe einen H&M-T-Shirt. Das ist dein eigenes Schwab. Ich finde es moralisch mehr traurig, dass Leute bereit sind, 8 Euro zu bezahlen für etwas Schlechtes. Das ist aber auch verständlich. Also, ja, verschiedene Leute tun einfach nicht mehr. Ja, mehr Schwarze. 100%. Aber zuletzt waren die meisten Leute, die da lauschen, gehen H&M-T-Shirt kaufen und haben mehr aber für. Ja. Und Jean-Clu, also weißt du so. Aber das kannst du zum Beispiel, wenn du die Preiskategorie ist, wo du hast, wenn du nicht da hast, zum Beispiel New Balance. Es gibt New Balance 99, wo ich schon im Plus gerade und schon so vom Brust kaufe, nicht zu da, gell. zum Beispiel New Balance 99 gehen in Amerika handgemacht. So. Ah. Die schon kosten 200 Euro. Normal New Balance kosten zwischen 100 und 120 Euro und die kosten 200, weil in handgemacht ist in Amerika. Vielleicht so ein immer die schon zu da. So, mit die Energie nach China produzieren. So. Das ist halt auch moralisch gesehen eigentlich froh vom Gewissen von den Leuten. Ja. Ob sie lieber 200 Euro für den amerikanischen Schuh ausgehen oder 100 Euro für den für die chinesische Version. Ich meine, die meisten Leute machen sich nicht so viel Gedanken darüber. Sie kaufen einfach. Und das ist auch okay. Ja. So. Ja. Muss in am Endeffekt all das von den Leuten irgendwie akzeptieren.
Aber ich kann ihn halt drauf hinweisen. Mhm. Ich meine, Trend geht aber trotzdem dahin, dass Leute ein bisschen conscient gehen, okay, mhm, wo wird es gemacht, mhm, in welchen Konditionen. Ich bezahle gerne 2 Euro mehr für, ja, mein T-Shirt von den Wasserkonditionen. Mhm. 100%, 100%. Und die ganze Fashion-Welt geht in die Richtung. So, ich studiere Fashion seit, keine Ahnung, keine 6 Monate, und es dreht sich alles um Sustainability, es dreht sich alles um Upcycling, und das ist mega schön. So, ich, ja, ich hatte das nach einer Präsentation und stehe noch gesagt, so, oh, das geht voll in die richtige Richtung. Art die Puppe da als ein Lifesaver, so Universal Lifesaver, wie krass, ja, ist das? So, das ist einfach an einer Hand, einfach kirig. Das ist doch mega geil, ein 20 Euro Secondhand Polo zu kaufen, wie ein 120 Euro Nein. Ja. So, das ist so deine Geschichte, die Piece. So. Das ist doch mega geil. Ja, absolut. Dasselbe auch, ich fand doch zum Beispiel bei Boxen so. Ich fand schon gerne Boxen zu sehen, wo used sind, wo sie gesagt ist, okay, die Levi's so, die steht für den Um, so. Die hast 20 Jahre gedroht, und die hast noch einmal da. Ich fand das geil. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Aber es geht in die Richtung, wie gesagt. Aber das Problem ist, dass halt H&M und so, die sind Drahtzieher. Sie haben die große Suche, sie sind an der Lobby, und du willst jemand medial aber nach Buffalo Store kaufen, weil sie kopieren ja auch schon die Trends von denen große Marken, dann man dasselbe schon verkaufen nicht. Könnte sie, also so, kennt H&M oder Zara, egal, könnten die nur decidieren, okay, wir produzieren alles nicht mehr nach fairen Konditionen und bedürfen sie da ja nicht gehen, oder? Ich ging so nicht. Ich meine, die sind so an ihren Zähnen dran, ich meine nicht, dass sie das. Sie, ja. Auch wenn sie Welten, sie kennen, sie sind schon so krass dran, sie müssen dann, da muss sie Leid rausgehalten gehen und so, weißt du, das ist auch nicht witzig. Müssen eigentlich alles anderen so langfristig. Ja. Mhm. Ja, und das Problem ist halt wirklich mein Preis. So, schon genau. Zum Beispiel, für ich will einen Job mit Flexfilm machen, so ein Label von Freiburg, von Rapper. Und du kannst dann an der Produktion der Sustainable Fairtrade Zip-Hoodie kostet mich 48 Euro. Ein. Wirklich? Wenn ich da 30 produzieren lasse. Das ist krass. Mhm. Und da verkaufen sie gerne für 80. Ja, fair enough. Und Leute so, das ist zu teuer. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay. Wenn ich ja. H&M-Version... Ich will nicht H&M die ganze Zeit fronten, gell? Ja, einfach die Bullish-Version. Ja. Wenn ich die Bullish-Version hole, bezahle ich halt schon davon. Nee, das ist einfach damit schon oben zu schlafen, weißt du, was ich meine? Absolut. Und die Leute wissen nicht, dass den an der Produktion auch 40 Euro kostet. Na ja. Nee. Mag den, die kostet 10 Euro. Nur wissen, das wissen. Ja. Ja, aber das ist einfach, die Produktion ist aber fresh. Dafür gehe ich, ich werde den rausbringen so. Und ich werde keinen Plus machen. Hast du da so. Kommunikation, die Schlüssel für den Klient wissen zu lassen, dass. Das hat viel mehr höchstwertig Material. Nee, ich fand das. Nee, das ist egal. Also, ich will gut nicht mal so Sachen, so Punkten. So, ich will nicht Punkte, ich will einfach ein Base Produkt und so, weil du merkst, dass der Prover krass ist. Das ist ja nicht Punkte mit, das ist ja eine Erklärung, für was der Preis gerechtfertigt ist. Ja, klar. So, es gibt verschiedene Punkte, wo ich nie Werbung gemacht habe. Weil du das Sustainable muss nach May drankommen, so. So, nach Pumol. In andere Punkt, das ist made in Luxemburg. So, ich habe oft gesagt, dass ich mich so und das alles in Luxemburg produziert. Ja. Also, das ist. Druck mich. Also, lo, Big Props und Druck mich. Also, ja. Weil ich kenne auch Domi, will ich am meisten schaffen. Ich mag nicht, weil Druck mich da machen, die besten Absteiger am ganzen Land. Ja, sie sind fucking jung, sie sind eine fucking. Kann ich wirklich so ein Monopol aufgebaut? So. Ja, das ist geil. Das ist krass, ja. So, das ist wirklich krass, was sie produzieren für Gidareen. Auf jeden Fall meinst du, geht das Zeug nach immer dahin, auf jeden Fall meinst du, geht echt nach immer dahin, so, weil sie fucking gut sind, so. Genau. Das kein Delay, wo du nicht angehalten gehst, dann, das ist immer gut. Und dafür, da ist der Punkt. Ja, absolut. Dafür, das ist vielleicht aber mehr wichtig, dann mehr so eine gute Produkte zu ballern, wie... Absolut, also ich meine wirklich absolut. Schau ja. Das Zeug, by the way. Das war nicht nur ein Kollabo mit Benfica. Ham. Ja. Ja, das ist schon ein Kollabo mit. Merkt sich das nicht so. Ja? Voller Asch. Ja, das ist ein bisschen kompliziert.
Wer wird schon die zwei Kippe gehen? Nee, ich bin nicht. Naja, mal gucken, wie geht's. Wäre geil. Nee, ich denke, klar, das könnte ich auch irgendwann können. So. Wie ich schon, wie Corona ist, hat alles ein bisschen noch handeln gedreht, weil wir wollten noch ein offizielles Match mal spielen. Und ein Fotoshooting machen, das alles ist wie nicht so realisierbar. Mehr. Wie war man dann den wirklichsten Fußballstrikot oder so? Der Fußballstrikot, mir aber eben den just für E-Match aus. Also, wir gingen just E-Match mal spielen. Und es wäre Non-Profit-Based, das ist alles für den Racken. Wir gingen den noch nicht oft produzieren, aber alles für den Racken gingen wir in eine Assoziation zu Erspende für Refugees. Ja. Geil. Ja. Das alles noch ein bisschen an der Macht, dafür, dem Marit hast zu viel Schätze, das alles noch an der Macht, das ist noch kein komplettes Konzept, aber das wird geschehen. Das ist logetiest. Ja, du kannst ein Base sehen, so. Ich habe schon ein paar Designs gemacht. Ja, ich will auch gerne so, wo die ganzen Designs hier kommen, wo die Inspiration sie mir stirbt. Ich kann piepsen. Auf alle Fall, die echt geht das Palazzo-Parano-Logo ändern. Ja? Ja. Ich erinnere nicht alles in Klasse. Nee, ich kann vielleicht so weit so. Ich erinnere ein Palazzo Parano Logo an ein Logo, was für eng von den, schätzen, eng von den drei besten italienischen Kippen so hat. Ein Sponsor und dem ich mich inspiriere. Dem man selbst im Buchstaben fängt. Das geht schwer. Geht nicht schwer. Das geht schwer. Also, nur wenn du die drei gräse Kippen hältst, guckst du, was im Trikot steht. Ja. Und dann eng von den drei Kippen und tatsächlich auch dasselbe draufsteht. Finde ich gut, los. Ich ein bisschen weiter. Nee, geil. Aber von so Zähne sind einfach so geil, dass da doch nur Lützburg können, weißt du, dass egal, so ein Motto, du gesetzt hast, immer schon. Ja, safe. Cola, so Kollaboration. Lützburg ist auch der ähnliche Land, wo du wirklich realisierbar hast. Nee, guck. Groß, also in Deutschland machen, Capital Bra möchte das ja auch. Ja, aber du musst Capital Bra sein, zu machen. Du bist auf Lützburger Niveau, ja. Besser als der Bruce oder du. Oder ich habe kein Capital Bra. Nee, Lützburger Niveau, du musst das ja dann durch. Nee, ich meine von Fresh Awake Level, du musst kein Capital Bra. Ja, das nicht. Nee, okay, du kennst du in Deutschland. Nee, ich meine, das ist schwer, das ist einfach schwer, macht Lufthansa ein Kollabo zu machen. Ja. So, weißt du? Ja, ich, das geht effektiv nehmen zuletzt. So, ich wäre, boah, das Leute, das wird mega gehackt gehen, mir ich für Kollabo und hier, ich will gerne ein Kollabo machen mit Ducal. So, okay. Ducal Fresh, ich will gerne Zigarette rausbringen. ich war da so Sache von Fresh auch. So, ich will gerne so, ja, genau. Ah, genau. Ja, das macht Sinn, ja, natürlich. Ja, genau. Können wir zuhören? Nee, am besten nicht. Okay. Nee, schon, damit Leute bist du schon irgendwie. Ja, völlig schon raus, ja. Nee, ich ging wirklich gerne Zigarette mal Tukal rausbringen, obwohl das moralisch nicht korrekt ist. Aber ich schwimmen an. Das ist halt real. Ja, und das auch kannte ich. Ich erinnere mich immer um einen Bob, der mein ganzes Leben lang, bis dass er gestorben ist, Tukal gefilmt wird auf der Terrasse. So, und immer den als Kante schon in den Tukal Park gesehen und ich fand das ist wie so ein. Es ist just die A Lützebäuer filmen, Ducal. So, du sagst, kein Jungen Ducal filmen. Let's change it. So, für was filmen soll ich mit Marlboro? Das ist das, mit der persönlichen Story. Ja, mit Marlboro Light sind noch. Ja, wir müssen nochmal einen Zigaretten-Talk machen. Also, Marlboro Light. Disclaimer. Nicht filmen, filmen das nicht gesund. Ja, nee. Tut viel mehr Trash, das zu dir, weil du trinkst ein Cola nicht nehmen, weil es gut schmeckt. So, ein Cola gesagt fresh ist. Ja, so. So ein Marlboro Light gesagt, clean, das sind auch Stilmittel natürlich. So, und dann hast du das hier die Stilmittel, die Eis hungrig machen oder drauf. Wisst ihr, wie ich spreche? Und das ist bei allem so, wisst ihr, es gibt viele Sachen, die man nicht brauchen. Mit Design ist ultra wichtig. So auch für wenn du zum Beispiel Bayer machen willst. Heineken hat so ein clean Design, man hat ein geringer Flash und die geringe Flash. Seht ihr da rein, das Heineken. Ja, so, ja. Wie krass ist das? Das heißt, das beste, Produkt. So, Apple hat Perfektion daran, was Logo geht. Ja. So, wie krass ist das Apple-Logo? Ja, so, das heftig. Und Tesla ist zum Beispiel am Gang, den neuen Apple zu gehen. So, an 10 Jahren ist Tesla Apple. So. Mehr. Also, du siehst Logo aus, über krass. Ja, und den Design-Logo, und das Apple hat mal angefangen mit den cleanen Designer, die mega Bauhaus ugeegend Sache sind. So. Das ist mega, das Form follows Function, so. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Sie sind direkt mit guten Materialien geschafft an. Voilà, du kaufst da MacBook, auch wenn du brauchst kein 1000 Euro MacBook mehr, du kaufst da.
Acer möchte ich jetzt selbst für 500 Euro mehr. Das Acer. Swag. Ja. Ja, du hast Design halt an erster Stelle, gell? Dafür. Ja, und dafür ist von der Trash, dass Tesla aufhängt. Die nächste, ihr Tesla kann nicht über Elon Musk so weiter, weil mir egal, als ein Genie. 100%. Das ist der reichste Mann von der Welt. Das ist der reichste Mann von der Welt. Und hier vor allem so zum Beispiel Tesla. Also, das ist fresh. So. Ja. Hier packt das, ist so, und an 10, 15 Jahren werden gleich schon nach Tesla fahren. So. Weil es mir fresh ist wie VW. Das ist mir fresh wie, keine Ahnung, oder wegen, mache ich sie gut am Auto geben dran. Aber so vom Optischen gefällt mir die Vision von denen. So. Ja, weil sie auch wirklich eine Vision, ja. Sie probieren, sie ändern die Welt. So. Und das ist Angst, aber das ist einfach echt wie fresh. 100%. Und das ist richtig Angst, so von so the future, wenn ihr so guckt. So, es geht so schnell, so die Welt ist noch nie so, noch nie so schnell geändert wie die letzten Jahre. Ja, also ich meine, kommen über viele Opportunitäten, Gott sei Dank, aber auch so viele Sachen, die müssen gelöst werden, weißt du, so viele Probleme, Potenzialprobleme. Schon allein, wenn sie wissen, so, eben, schissen, wie viel sie durch das heißt, Klimawandel und die ganze Thematik, du hast sie dann Tesla, auch wenn du das echt symbolisch verstehen hast, mit geht in die richtige Richtung von der Vision, für halt vom fossilen Brennstoff wegzukommen. Ja. 100%. Das ist ja eine Vision, die Tesla schon lange holt, also fängt du dann wirklich. Ja. Es funktioniert. Und ich habe gleich gerade noch Twitter Zahlen gepostet, wie viel Tesla-Auto verkauft ist in das Jahr, und das ist mega krass. Ja. Ich weiß nicht, wie viel das war. Ich meine, es war 600.000 oder so. Also, es war ein extrem zu hell. Ich weiß nicht, ob es 600.000 war. Okay. Kann ich auf seinem Twitter nur gucken, aber voll. Ich meine, Tesla-Aktie hat sich auch verachtfacht letztes Jahr. Das ist so krass, gell? Ja, aber das, weil das, wenn Deutschland sieht, an 10 Jahren kommt kein Dieselauto mehr an Stier dran. Dann ist das ein Alarm und ganz gut für Tesla. Absolut. So, haben sie natürlich mega teure Auto. Sie funktionell und visionär. So, keine Ahnung, und ich fand jetzt diese Vision, es gibt auf der Welt verschiedene Menschen, die einfach wichtig sind. So, es gibt ein Elon Musk als wichtig, gerade so wie ein Kanye West vielleicht wichtig ist. So, Kanye West sowieso. Design an der Musik. 100%, so, Menge Meinung nur, als wenn, jetzt soll ihm nicht geschehen, aber wenn Kanye West irgendwann nicht mehr da ist, als in den größten Musiker von der Zeit. Mega Meinung. Ja. Also ich meine, an 20 Jahren ist egal, die größte Musiker von der Zeit. Mal für Drogete nach Präsident anscheinend. Das ist ja probiert, das Jahr. Ja. Boah, lass Kim Kardashian nämlich First Lady, das ist ja mies, ja, das hätte ich gerne gesehen. Wen hast du im Moment größte Musiker of all time? Michael Jackson? Boah, ich kann auch von persönlichen gut schätzen, ich verstehe nicht so, ich kann nicht eine Person sein. Michael Jackson natürlich, auch weil hin an Isaac Kantet hat immer den King of Pop. So, ja. Das halt. Ja. Und bis mir mal erlebt, wie hin halt auch gestorben ist und die ganze Geschichte. Und klar, Michael Jackson. Und schon mich auch in letzter Zeit mega viel mit David Bowie aus dem gesagt. Er hat mega krass Gedanken umgesetzt gehabt. Ja. Ja, auch ein Interview. Ne, teilst du. Ich hatte gleich auf Insta gepostet. Das war ein Video, wo ich gepostet habe. Jetzt kann ich mal so swipen und dann konnte ich so ein Video gesehen, wo er 1999 gesucht wird. Den Internet wird als ganz Zukunft mehr krass beeinflussen, wie man low mengen. Und da seht ihr, seht ihr, ich bin ein Interviewer, ja, mir das ist doch schon ein Tool. Und da seht ihr, David Bowie, no, it's an alien Lifeform. Und da sind ich so, wow, die kann ich nicht verstehen, weil Internet ist das. So, Internet ist der Machtsmensch, der sich wieder 100 Jahre lang viel gestaltet. So, das ist krank. Das ist krank. Und dafür, an 10 Jahren, wenn die digitale ID mehr wischt das wie die physisch, dann ist es. Damals haben sie gewonnen, die Aliens. Es geht ja immer noch mehr geschwärzt, sodass Amerika lo gleich muss ihr Dokument herausrechnen, dass sie Kontakt hatten mit den Aliens und so. Ja, und doch auf Twitter so, gelesen. So. Das ist viel, so wie schon gesehen. Nee, mit das den Internet als Alien zu bestätigen, ist ja echt symbolisch. So einfach eine Form, die von Zwischen das, wo ich nicht gar richtig definieren, mit die aber genau heiß. Ja, und dafür, David Bowie hat mega gut Gedanken umgesetzt, so. Und auch schon von Paul McCartney, da der weiß zu schaffen und ich gehe. Ja? Er hat einen Track, kennt ihr den Track von Kanye All Day? So, und für den All Day Track, wo am Anfang, du hast ja die ganze Zeit den das, und das am Anfang, das Lied aus meinem Paul McCartney geschrieben, und das war in der Zeit von dem Paul McCartney sehr jung, auf die Welt kommst, du warst in der Maternität und du warst ein Bild von Picasso auf der Mauer.
an einem Bild von Picasso gesehen ein Gitarrespieler, den zwei Fangeren auf der Gitarre hört. Und jetzt überlegt, was sind das für Noten, die er spielt. Und er hat nur angefangen, die Note zu spielen. Und da war das genauso in Ton. Und er hat gedacht, okay, wenn ich aus dem Ton ging, eine Melodie mache, so, was wäre das? Nimm mal der Position. Und er hat angefangen, den Beat zu machen. Aus einer Situation aus der Maternität. Und er hat dem Kandidat geschickt. Und Kani so, okay, geil, hol nicht. Ja, geil. Ich dachte nur, Kani ihm den Beat geschickt, aber ich war so, oh, du siehst dann alle zweite Sachen, N-Wort. Ja, ja. Und Kani so, egal, ich, nee, das ist okay. Und Paul McCartney hat immer dafür kritisiert, dass er den Beat matt gemacht hat, obwohl man voll zusammen alle zweite Sachen halt N-Wort sieht, wie das halt. Ja, das fand ich so ein geil Ursicht. Ja, Paul McCartney hat oft so, auch bei Beatles-Themen, hat den oft so geschafft, ob Situationen, die spontan waren, und das fand ich mega interessant. Ja. So, ja. Jetzt sind so Situationen, die effektiv kannst du noch mehr so... 100%, da waren raus. Das weiß keiner drin anfangen, weil es nicht so... Ja, hin und hat an einem Interview gezählt. Ja. So. Da kann ich auch auf YouTube gucken, das ist mir ziemlich interessant. Du schweizt ja just, was den Track so sieht, wie das so gekommen ist. Ah, ist ja fuh. Ja. Und dafür, das weiß ich noch nicht. Und dann war im Nachhinein, ich hatte ein Interview von jemandem, da so, ah, okay. Mhm. Dann Musiker, die auch noch für mich all-time so... Goats sind aus für mich ein Mann aus dem Hintergrund, dann Rick Rubin. So, Rick Rubin als den Producer, den Def Jam gegründet hat, den muss, kennt Def Jam so. Der Rap-Label, à la base. Und das waren dann, ich meine, 80er Jahre war das. Er hat sämtlich Alben von Red Hot Chili Peppers produziert, von Linkin Park produziert, von Slipknot produziert, von Jay-Z produziert, von Kanye produziert, von. Wirklich, ich nicht so krass Sachen, ich nicht drin, denn, so mal, Country-Sänger, Country-Musiker, ultra bekannt. Ich kann keine Ahnung. Ach, ganz bekannt, egal, vielleicht komme ich mich später in den drauf. Mhm. Auf alle Fall, Hutzheim hat viele Leute zusammen geschafft, an hin und denken, ah, da weiß zu schaffen, die mega interessant ist, wo ich mich auch ein bisschen inspirieren, wenn jemand Leute zusammen schafft, sitzen sich, stundenlang an dich lang du hin, erleichtert Musik mit hin. So, ich zum Beispiel noch zum Beispiel Shakira produziert das Hips Don't Lie Album und so. Wird dann zum Beispiel um Shakira sitzen, da hast du eine Musik erleichtert, für dich. So, und dann so, wird probiert sich an Shakira ranzuversetzen, hatte ich wie zu verstehen, und du hast probiert das Beste aus dem Shakira rauszuholen, und dafür ist das Album so krass. Und irgendwie, so, da wenn das Album, wo er produziert, so Klassiker. So, ihr habt mit Red Hot Chili Peppers zusammen geschafft, sie haben sich alle gut, nicht leiden konnten in dem Moment. Und hier hat sich hin gesagt, trab dich zusammen, ich fand nur raus, so, wen der sieht, aber wir machen das beste Album, was er könnte produzieren. Und du hast das beste Album, du hast By The Way, und also das Album By The Way produziert, mega krass. So. Okay. Und das sind halt cool, so Leute, so, hin, du hast mega viel Interview von dem gehabt, ob, auch mal sehen, low, ob YouTube cool ist, das auch gut nun. Wo er noch wirklich über so Leute schwätzt, mit denen zusammen schafft. Und ja, so Genre, hin hat so fucking Guru, so. So, hin hat er sagen, ich squatter sagen, Gott, und ich schon, so, hin hat so, Bart, das ist mein Twitter hat er gerade wieder das hin. Ich hin hat einfach so, Bart, so hat keine 99 Problems vom Jay-Z, er hat den produziert. Ah, und hin hat den alle, wo am Video beim Jay-Z ist. Wirklich? Ja, das hin. Ja, das ist wirklich krass. Und hier squatter so am Gott, und du merkst, egal, alles, was ihr seht, das ist wie krass. So, alles hat es als Appsus, da kannst du abschreiben. So behind the scenes, gell? Ja, das ist wirklich. Und dann Fred auch, der sehen low Interview, Fred ihn noch die ganze Zeit so, hey, was ist mit dem Artist, wie ist mit dem zusammen zu schaffen, wie ist mit dem zusammen zu schaffen. Und hier seht dann immer so, hey, die are great people, so und so, das ist ganz heftig so. Ja, dafür Rick Rubin auf alle Fall checken. So, und da keine Ahnung so. Next Pro. Ja. Wo ist denn noch den Philosoph? Soll ich heute. Die wird rund. Ja, ich habe mal da Pro geschrieben, ich stelle nicht zwei Verfrauen an dir. Okay. Den Argumentär. Genen oder Entourage? Wer entsteht einem seine Persönlichkeit? Also dein Charakter. Das ist sehr interessant, weil ich schon gerade Buch gefangen habe. Ah, ja. Also, the brain, the story of you. Wir sind noch nicht so weit. Aber am Anfang erklären sie so, dass die ersten 2-3 Jahre von dem Leben all dein Gehirn sich entwickelt. Mhm. Und am Anfang hörst du dann alles und dann entwickeln sich Sachen just zurück, die sie nicht mehr benutzt. Das heißt, du hörst schon über viel, nur 2-3 Jahre, und dann das, was du nicht benutzt, entwickelt sich zurück. Und dafür sind die ersten 2-3 Jahre überwisch. Und ihr seht, alles, die Mensch, den du bist, sind die Sachen, die du erlebt hast. Das heißt, und du hast pur prädefiniert Sachen, eben an der Gene, so wie du bist, mit dem Mensch, das, was du erlebst. Ja, okay.
Ja. Ich meine, du hast an Dinge, Genen noch Sachen, die ich dir echt nur Jahren finde. So, dass zum Beispiel, so von mir persönlich zum Beispiel, war ich, hatte ich so eine Situation in meinem Leben, wo ich mich besser kennengelernt habe, war zum Beispiel mein Bruder ist gestorben. So, die wichtigste Person in meinem Leben ist gestorben. Und dann gestern, kennst du, lernst du dich irgendwie auch nicht kennen. Mhm. So, weil du bist aber besonders dran, so, du weißt nicht, wie das eigentlich ist, Person zu verlieren. Wenn man verlierst, dann warst du, fuck, ich sehe gerade einen Merz. So, ich fühle mich scheiße. So, mhm. Und ich fand so Sachen, sie wichtig. So, und ich meine, was dein ganzes Leben lang lernst du dich besser kennen. So, genetisch auch natürlich auch, so die zwei hängen zusammen. Mhm. Ich meine auch, das war auch meine Überlegung, so, dass ja. Die zwei zusammenhängen, aber voll. Mhm. Du hast irgendeine genetische Veranlagung, safe ist es so. Dich interessiert zum Beispiel Kunst mehr wie andere Leute und dann mhm. Also dein Surrounding. Meinst du, das ist die Gene? Das meinst du zum Beispiel nicht. Ich meine, das ist keine Gene. Ich meine nicht, dass das Gene sind. Das ist von ich meine, das ist Entourage. Also, wie bist du dazu gekommen? Ja, wie bist du dazu gekommen? Zu Kunst? Ja. Ich habe schon, schon immer irgendwie Interesse und Bohle gehabt, auch schon als Kant. Dann da hatte ich auch ich hatte Wahl, ob Sankje, war ich so ich kann nämlich am Klassik bleiben, ich muss an Technik gehen und dann ich will mich selber entscheiden, nach dem Metier zu gehen. Das war damals die erste, die sie im AR. Ja, und dort hat halt mehr entwickelt. Und dann halt durch Graffiti sind ich voll dran gekommen. Mhm. Ja, und voilà. So, das war für ich denke, in jeder Entscheidung, ich hatte auch keine Ahnung. War am Anfang, ganz ehrlich, ich kann auch nicht ernst. Nee, das, ich weiß nicht, was ich das gemacht hätte. So. Das ist wirklich das, wo ich meine. Das ist halt ähnlich, wo ich los schon drauf. So. Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch nicht kenne. Mich kleben darunter, dass Leute Sachen an sich dran haben, die nicht genetisch sind, die einfach so durch Interesse in mich groß gehen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel eine Bruce Rapper gehen, dass weil der Bruce dafür gemacht hat, also nicht, weil den, also weil er selber durch seine Interessen sich so gemacht hat, dass er das Lust hat zu machen. Aber nicht, dass er durch seine Eltern oder seine Großeltern ja. Nicht welche Genen gut für das zu machen. Das ist ja auch ein bisschen froh, so Sinn vom Leben. So, hörst du einen fixen Sinn vom Leben oder siehst du da, denn, also das ist meine Meinung, du siehst den, sich den eigenen Sinn vom Leben? So, dass das dynamisch ist. Sinn vom Leben, also ich, das ist die Kindex-Kategorie von der Frage, gell? Das hätte ich die Antwort. Warte, ich meine, das ist eine subjektive Antwort. Mein Bruce hat mir darüber gesprochen. Bruce hat gerne so freuen. Bruce hat ganz gerne so freuen. Martin kann ja auch ganz gut über so Sachen schätzen. Sinn vom Leben. Ich weiß nicht, früher, also wo ich mir jung war, und ich immer, er hat schon mal einen Satz, wo mir gefallen hat, den Sinn des Lebens ist es, dem Leben einen Sinn zu geben. So, und ich immer mega gut fand, mich sind nicht 100% der Meinung. Ich meine, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Sinn vom Leben, meint das einfach glücklich, sie mir glücklich, sie war das glücklich. Also, da das die richtige Antwort safe. Ja, aber war das vor ist. Genau. War das glücklich, sie so. Wie kann ich Glück definieren? So? Ja. Weil alles, was den ich wie hört, so, da das ich wird alles vergänglich. So, suche sie vergänglich. So, suche manch glücklich, wie zwei, zwei, drei Wochen. Und dann nur, voilà. Das sind die Klangsachen am Leben. Ja, klar. Und dafür vielleicht, dass es läuft, so, ich weiß nicht. So. Bestimmt eine Ahnung, wissen Sie? Ja, er lebt an all Formen, weil lebt das etwas, also Gefühl, dass du nicht mehr, kannst gehen, du musst doch kriegen. Du kannst nicht mehr kriegen, du musst doch gehen. Und das ist schwer, das ist ein schwerer Ding. Ja. Interessant. Das Sinn vom Leben, also ich meine, das ist wirklich individuell für jeder reden. Nee, du viel. Also, ich rede nicht, wie gesagt, sein eigenes Sinn, wir warten du hast. Ich meine, ich lebe nicht drin, dass das Leid einfach so, du sie für zu vegetarieren. So. Ich meine nur nicht. Und wenn du so hast, dann ist das auch okay, dann siehst du halt nicht, wie sich sein vom Leben an. Dann wird das aber, weißt du, so, kann ja sein, dass, weißt du, so, das finale Mal, also alles egal, weißt du, was ich meine? Aber das ist so fair enough. Solange du es sinnvoll findest, wie du dein Leben lebst. Mhm. Und ich meine, und Philipp sein. Ja. Mit Fleisch ist das der Key, so leben und leben lassen. Mhm. Ja. Und so, dass wenn einer etwas möchte, es nicht direkt kritisieren, mir froh, wie warm ist das. Mhm. Das ist zum Beispiel, das ist ja auch mega, das ist ja das Problem im Rechtssystem auch. So. Es gibt zum Beispiel Kanner, die sind mega aggressiv. So. Und Leute, sie kriegen Strophen, sie kriegen Retenüren. Mit Leid wissen nicht, wie was aggressiv sind.
So, vielleicht geht du heben Mom oder der Pop geschlagen. So, mhm. Weißt du, an so Sachen. Das sind halt Sachen, die viel drohen, geschehen für eine Aktion zu provozieren. Mhm. So, und das sind halt Sachen. Du musst immer die ganze Backstory so verstehen. Ja. Ja. Das wurzelt also, ja. 100%. Was ist dein Sinn vom Leben? Ja, beschissen noch nicht. Okay. Schmengen. Nacht, also wichtig, du bist Nacht. Schmengen, auch da den Anfang. Nie kann so, und das du hast mein Sinn vom Leben. Nein, ich meine nur. Ja. Ich meine, du musst einfach Sachen, die dich glücklich machen. Du meinst, die dich glücklich machen. Ja. Voilà, muss der Sinn eng zählen sein, oder kann der Sinn sich auch einfach die ganze Zeit neu formieren? Mhm. Kann immer weiter. Ja. Ja. Weil ich schon einer Interieur wie 4 oder 5 Jahre, auch 5 Jahre drin ganz auch nicht. Ja. So einer Meinung, und ich los und ich spiele keinen Kanner, aber 5 Jahre will ich gleich Kanner. Mhm. Ist so. Mhm. Ja, absolut. Leben wir in einer Simulation. Bist du ein ganz großer Fan von Truman Show? Geil. Ein ganz, ich ganz klasse Film. Ich und ich lebe nur, dass wir der Truman Show sind. Geil. Aber dass wir alle gut den Truman sind. Okay. So, ich meine schon, ich lebe schon darum, dass es Fädenzieher gibt. So, und dass ich auch dabei so ein bisschen drauf geguckt und ein bisschen gelacht habe. Guck, wie so heimat, dass ich das hier irgendwie. Wie sie meinte, das Sinn. Ja, guck, wie sie meinte. Guck, wie sie mal im Interview war. Geil. Das wird schon erwähnt. Ja, das ist geil. Als Kind habe ich das immer gemeint. So, wenn ich so gespielt habe oder so auf der Spielplatz, ich bin immer hochgeguckt und ich war so, lol, so riesig. Ja. Ich war so überzeugt davon, wie du mal Playmobil oder Lego als kleinen Kind spielst, da so riesig mal alles spielen. Ja, das habe ich mir auch schon vorgestellt. Also, ja. Wir auch so überklang sind. Ja. Ja, das ist interessant. Das. Ja. Ja, das ist wirklich wie denn, dafür als Truman Show, also mega schön Beispiel, weil der Film ist fucking great. So. Und oft meine ich, dass mehr als im Leben in Situationen kommen, wo so Reality-Checks. So, ich wieder reden. Wie viel du gesagt hast, mit meinem Bob, mit dem Dod oder so, dass die Reality-Checks, wo du mir so das gerüsselt, aber so, uff, krass. So, das war gerade wirklich geschehen, so, das ist gerade real. So, du bist du kannst dich, du kannst da wehtun und du spielst es. So, und das ist Truman Show, war diese, das sind doch an einem Interview, Truman Show Boat Hit the Painting. Puff. Das ist der Moment, wo du wirklich so sagst, bam. Das ist kein Himmel, das ist ein Bild. Das ist krank. Ja, mir durfte hier, ich meine, in Truman Show, also auch, war look, jemand Conspiracy-Theorien heirat, gell? Das ist mir selber aufgefallen, Asian Experiment, denn beim Asian Lockdown war Truman Show nicht auf Netflix. Er war viel drin auf Netflix. Wirklich? Ja, ja, ja. Weil meine erste Reaktion war, oh, das Lockdown, ich gucke noch Truman Show. Ich wollte gucken, fort von Netflix. Wirklich? Bam, nur einen Monat, bin ich noch drin. Da. Illuminati. Oh, kranke Scheiße, ich habe geguckt, ich war so, shit, ich rufe von dem Macher von Simpsons und am Sohn. Ihm das. Ja, das ist auch so krass, dass sie immer alles wissen. Das ist crazy. Ich habe schon Sachen mega gerne, weil ich schon, das Geld ist von den Sachen nicht weiß. Ja. So. Du weißt nicht, das ist so kribbeln so. Ja. Ich gucke dir ganz gerne die ganz, wie ist denn, Zeitgeist, der Film und so. Weißt du, die ganz Conspiracy-Theorien über den 11. September und so. Das ist geil, weil du weißt, ob du vor hast, wie du lebst gerne drin. Mhm. So, und das ist krass. Das war doch mal cool, wenn du so überlesen. Kein Ahnung, wie jeder meint. Weißt du, das ja, ja. Alternativen. Wir leben einfach bei einer Scheu. Der Punkt ist, dass Menschen alle guten hier alle Seiten und so. So, und da das, so, keine Ahnung, jeder Reden hat die gelassen Seiten aus sich, so, jeder Reden hat auch eine Seite, wenn sie gegen Weise, vielleicht gegen eine Beschigerin, und, ja, und das sind halt so Sachen, das ist wie bei Truman Show, so, das sind alles Schauspieler, aber du weißt nicht, dass sie Schauspieler sind, aber sie sind nicht. Ja. Und auf der Welt sind ganz viele Schauspieler, ganz viele Schauspieler, die nicht bezahlt werden. So, das ist geil. So, man eine Lasche machen. Komm. Meine Ohren sind dick. Ja, Menge sind lieber weh. Okay. Einfach ein ganz General. War das für dich das Rezept für glücklich zu sein? Oh, das kommt so weit. Mit das ist ja ganz subjektiv. Das kann. Das Rezept für glücklich zu sein. Ja, für dich. Ja, nee, guck. Der Punkt ist, so permanent Glück gelitten. Nee, das ist richtig. So, ja. Permanent Glück. Ich bin oft glücklich, ich bin aber auch heinz so mehr Zeit, wo ich so, wow. So, ich hatte nach 4 Wochen, ich denke, Downphase, und ich war so, boah, ich kann nicht machen, so, ich habe keinen Hunger. So, wo die ganzen Dinge darum gefangen wird, auch an Deutschland.
permanent Kläger ist nicht möglich, ich möchte mein Kind. Keine Ahnung, wenn ich wegen Bruder gesehen habe, ich Frau. So, ich glücklich, so eine Situation, wo es mir nicht gut geht. So. Und ich fand das mehr interessant zu wissen, wie das so Situationen rauskommt, wie permanent Kläger zu spüren. So, ich meine, permanent Kläger geht schon mal Drogen. Und das ist nicht gut. Ja. So, ich habe nicht chemisch Drogen geholt, mein Kollege von mir so, denn mit chemischen Drogen kann ich glücklich gehen. So, und das ist aber nicht cool, wenn ich ein Hilfsmittel dafür brauche. Irgendwie. Mhm. Ja. Das ist ja dann auch schon temporär. Ja, Fall. Genau. Und da könnt ihr irgendwann vom HRO. Ne? Ja, ich meine, ja, also auch, wie gesagt, schon wirklich gar keine Erfahrung mit Drogen. Also dafür ist, wie das nicht richtig, wo ich schätze, wenn ich darüber schätze. Mir, was aber so in aus, was ich, so hat alle gekommen, wie viel ist auch schon gezogen. Nee, was aber so in aus, dass Schieder reden, oh, schlafen geht, dass ich den Kopf Dämonen hört. So, ich auch. An mir, keine Ahnung, ich meine so, eh, Kiefer glücklich sind, so im Fall, dazu machen, was er will. So, weil das ist ein fucking privilegierter, Szene. Ja. Ich hatte ja die Installation, ich erkläre die auch ganz kurz, weil die ist vielleicht wichtig. So. Ich hatte die Installation zu Steingefocht gemacht bei einer Ausstellung, wo ganz groß auf der Mauer stand: Privileged White Straight Male. Ich wusste, dass wieder, weil das war mega mehr nur die stärkste wieder. Und ich habe eine Mauer geschrieben und ich habe überall Kerzen gemacht, wie bei einer Zeremonie oder so. Und schon damit ein Foto von mir selber gemacht. So, und ich fand, das ist etwas, wo ich vielleicht kann glücklich gehen, wenn ich Selbsterkenntnis möchte. So, weil ich schon zum Beispiel ein ganz guter Kollege, der Momo von Marseille, mit dem ich, wo ich schon ein Jahr zum Montpellier gewohnt habe, da war ich immer mit ihm und so, und er ist auch auf der Plätze, wo ich komme. Und er hat andere Probleme wie ich. So, weil er ist schwarz, er ist Moslem, und er kommt von Marseille, und er hat ein Bart. Und das ist krass, so, weißt du, und das ist so, was du selbst, so, was du selber erkennst, wenn du bist, und wenn du selber merkst, fuck, ich bin gerade ultra privilegiert, weißt du, dann geht es da irgendwie besser, weil dann warst du um Schritt danach, für das Problem zu lesen, ein bisschen. So, und dafür, hey, und vielleicht ist das Selbsterkenntnis, sich selber Situationen versetzen. Leute verstehen, an dem sich selber raufversetzt. So. Ich habe ein Jahr mit Momo gelebt und ich muss so, und das ist schwer, also das ist wahrscheinlich extrem schwer, in Frankreich so zu leben, wie hin auf die Welt kommen, mit den Problemen, die am Anfang kein Problem sollte sind. Ja. So viel Selbsterkenntnis ging ich so hin. Also, was meint der? So. Ich meine, das auch so also genießen, klingt so dumm, aber so, weißt du, so. Wenn du nicht einfach immer am Rush bist, am Drive hier so weiter und das nächste Step zu erreichen und das nächste Goal zu achieven. Mehr einfach mal so, du bist zwar noch nicht um dem Ziel, wo du willst, aber du bist auf einer Plattform und du einfach mal so ein bisschen rum dich zu gucken, auch heuer ist wie schön. So ein Moment zu leben, weißt du, mehr. Ja. Und nicht immer so und das genau. Nächste denken. Ja. Mengt das also ein Problem und der Gesellschaft, wie es momentan funktioniert, das leidet nicht tun? Vielleicht kriege ich ja gesagt, mach den Goal, sondern mach schnell. So. Ist seit vielen Jahren mal im Internet. Das ist auch die Idee, du so Fame, Money, du musst so machen, du musst besser, mit größer, mit schneller. Am Platz einfach, weil du kannst ja auch glücklich gehen und so in deinem Klang jetzt möchtest. Ja, das und also die Leute rundherum, du schwörst, die. Du musst ja nicht bekannt gehen oder viel so machen. Ich war gestern bei den Ivano, bei den auf Instagram @crispychicken, Ninger Fetch. Ich war bei ihnen essen und ich war glücklich. So. Ja, voilà. Ich war im Boot zu Lützeburg, ich bin angekommen und ich bin direkt beim Bus bei hier gefahren. Ich bin ein Zieg gefilmt und war mit Hunger, aber ich komme kochen, ich habe bei Nudeln gemacht, ich war glücklich. So, ich stutze so und ich war so, fuck, dass die Nudeln. Kannst nicht, so, und ich sehe gerade ein paar Themen, diskutieren, und ich gesehen, ihr seid irgendwo in zwei, und ich war froh. Ja. Da geht eins zu tun, selbst. Final Moment sind nicht die Sachen. 100%. Es ist so, ja. Es sind vielleicht wirklich genau die Sachen. Ja. Weil die Leute, die schon ein viel Suche machen, die sohen Geld man nicht kriegen. Ja, die sohen aber auch. Es muss ich nicht einmal gemacht haben, für das überhaupt können zu realisieren. Ja. Okay, das heißt, du meinst auch, dass ich am Anfang, wenn ich es gemacht habe, aber so ein bisschen eine Berechtigung würde zu suchen. So. Wie meinst du? Wann Steve Jobs? Bill Gates.
Bill Gates. Wo Bill Gates auch mal sieht, oh, Geld besteht glücklich. Mhm. Dann dir fehlt so, weil er nicht Geld gemacht hat, er nicht gemerkt. Ja. Ich gebe so, und das ist so ein. So ein Droplet of Wisdom, was hier am Anfang, weißt du, so als ganz Gesellschaft das drauf aufgebaut, Masur, weißt du, so. Und ein, der wirklich fucking viel so hat, der sieht da, das, weißt du, so, schon nicht das, nicht das, sich da besahnen, weißt du, so. Ja. So, die geht auch nicht glücklich, so ist es nicht. Ja. Ja. Aber das ist schwer, das zu checken. So, weil du kannst ihm so, ja, mit du hast ja alles. Ja, weißt du? Ja, ja, das kann ihm schnell reprochieren. Ja. Ja. Und ich meine, da kann nur so generell so, weißt du, so. Ja. Weil, ein gewisser Montag versuchen möchte schon glücklich bis ein gewisses Level. Und dann ab irgendwann, also ich meine, ich möchte nicht weiter glücklich. Ich fand witzig, dass ich kann suchen an Likes ersetzen entweder. So, ich fand das extrem witzig so. Das ist traurig, gell? Das ist fu. Ja. Das ist fu. Ja, und dafür das, kann ich aber voll so ein Firm Insta-Algorithmus, wo ich nach vielen Likes habe und so. Und ich sage, weil die nicht so gut sind wie Lomi, lo kann ich mal Likes haben. So viele Likes sind nicht wichtig, das will ich der Gesellschaft machen. Voilà. Ja, so, das ist wirklich auch ein Algorithmus, wird wirklich alle sich viel besser probieren zu zerstören, wie sie kriegen nicht hin. Sie werden nicht kriegen. Gut, dann eigentlich letzte Frage. Mal die Gölle-Frage kannst du stellen. Ja, willst du die Gölle-Frage noch haben? Ah, wir müssen ja, nee, nur 12 Stunden, die Frage, wo wir mit der Geschwartung sind. Die Frage können wir noch stellen. Ah ja, dann du endlich den Gölle-Frage und als Audience. Die stelle stellen keine Frage mehr, ich weiß nicht. Na rein. Ja. Ja. Stell du mal ein. Okay, oh shit. Ich meine, ich will aber nicht die, die Frau, also es muss ein Klo einfach geben. Ja, ich kann so lange denken, ich habe ein Zitat von dir, ein Frau von dir, von dem Instagram-Haut finden. Wieso jod, weil das Resümee davon alles, wieso jod jeder Resümee, fällt man Trends am Platz coole Shit zu machen? Verhaut auf deiner Insta-Story. Ja. Auf Englisch, gell? Ja. Ich schon mal überlegt, das war ein Frau, wo ich mal überlegt habe, halt zu freuen. Mir wird kein komplett Antwort. Ja. Dafür wäre das nicht richtig gewesen. Mit dem Bruce, seine Antwort, Frau war auch general. Ja. Und er hat an mir geschrieben, er hat einfach die, seine Lieblingsantwort rausgesucht. Können wir auch machen. Okay. Das ist auch interessant. Wie war die dort, Frau? Wir waren los, nicht, was die. Why does everybody. Wieso? Jutsch der Resur, Fehlmann Trend, so Platz. Cool, ich meine schon fucking great shit. Ja, ich wusste nicht, wie schon. Okay, cool, 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 cool shit zu machen. Ja, wie das am Anfang das ist interessant. Wie das am Anfang, da hat jemand mir dazu schon geschaut. Ja. Das ist genau, das ist das Kinderfunk-Thema. Ja. Und Podcast. Du warst in der zweite Stunde, ja. Ja, ja. Ich hatte ein Interview mit Essentiel und du mehr. In dem besten Titel aller Zeiten Döner geschrieben. Ich habe ein Interview mit Tina und ich fand so extrem, oh, ich will gerne, ich fand ich kein Mutter, Dinge machen, den One-Way machen. So. Und das tut einfach fett, aber sozial, hey, wenn ich fand ich kein Mutter, aber hört man das mal. Weil wer doch Clickbait den Titel in sein. Ja, geil. Gemengt die von den. Ich kann das einfach immer rennen. Das Der Neville hat einen Bruder, einen Affair am Brust. Das ist ja crazy. Nee, mehr. Ja, Lust hat als. Lest du es nicht? Oder also du stellst dein Kind vor in der Kamera. Why does everybody. Why is everybody chasing money, fame and trends instead of making fucking great shit? Shit. So, die beste Antwort. Vom Scope designiert gewonnen. Ja. Voilà. Okay. Schon, aber was geht jetzt gewonnen? Es geht, weil es gewonnen geht, ja, einen schönen Fleece, den ich gerade unhund, natürlich nicht den, wo ich gerade unhund, wie. Ladies wollen den. An der richtigen Größe. Schon ein XXL, ich meine, das ist ein bisschen zu groß. Aber ja, auf alle Fall, voilà, schon eine Epi, sondern eine Größe, die, wo gewonnen geht, ein Geschenk. Schon, die war geil. Merci für den Nolösterin. Ah, merci, dass er mich invitiert hat. Merci, dass du hier warst. Interessant zu verstehen. Merci, gleichfalls. Okay. So. Maja, merci, Gruppato. Merci für den Nolösterin. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.